Eine ungewöhnliche Anfrage traf am Mittwoch in der Redaktion von TV Schwerin ein. International Channel Shanghai, ein chinesischer Fernsehsender, bat um Hilfe. Hilfe für eine Familie aus Shanghai, die verzweifelt einen ehemaligen Schweriner sucht. Bis 1943 war Karl Anger in Shanghai als Schuldirektor einer jüdischen Schule tätig. Als er Shanghai verließ, hinterließ er Lin Dahochi, einem Verwandten in Shanghai, insgesamt 1654 Schulbücher, deutsche, englische und jüdische. Er würde sie nach dem Krieg abholen, sagte er ihm. 1947 das letzte Lebenszeichen von Karl Anger. Ein Brief, abgeschickt in der Fontünenstraße 4 in Schwerin. Bernd Kasten, Mitarbeiter der Stadtarchivs, konnte inzwischen das wechselvolle Leben Karl Angers rekonstruieren. Wir haben zur Biografie von Karl Anger hier im Stadtarchiv recherchiert. Wir konnten feststellen, dass er in Schwerin geboren ist, 1898 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Das ergab sich aus den Standesamtsregistern. Auch, dass er 1927 in Schwerin geheiratet hat, die Tochter eines Töpfermeisters. Dann verschwindet er aus der städtischen Überlieferung, für die Stadt Schwerin jedenfalls. Er verzieht nach Güstrow, verbringt die Jahre nach 1933 als Kaufmann in Güstrow. Darüber konnten wir hier im Archiv nichts finden, aber dadurch, dass die Judenverfolgung in Mecklenburg insgesamt recht gut aufgearbeitet ist, konnten wir in den Akten des Landeshauptarchivs feststellen, dass er 1938 in Güstrow verhaftet wurde, während des Novemberpogroms, dass er in das Gefängnis von Neustrelitz gebracht wurde. Und nach seiner Entlassung, 1948, ist er hier in der Fontünenstraße 4 wohnhaft mit seiner Frau und ist als Beruf, gibt er hier an, Angestellter bei der Sozialversicherungsanstalt. Die Bücher wurden 70 Jahre lang von Familie Dahochi gehütet. Lin Dahochi und auch dessen Sohn sind mittlerweile verstorben. Fürs Erste hat eine Bibliothek die Bücher aufgenommen, denn der bisherige Lagerraum wird bald abgerissen. Der Wunsch von Familie Dahochi ist es, dass dieser kulturelle Schatz zu seinem einstigen Eigentümer zurückgelangt. Aber leider ist dies nicht mehr möglich. Sein weiteres Leben ist dann relativ ereignislos. Er ist also ein kleiner Angestellter in der Verwaltung. Er ist gesundheitlich angeschlagen. Gerade die Jahre im Ghetto in Shanghai haben seiner Gesundheit, auch der Gesundheit seiner Frau, schwer zugesetzt. Das heißt, er geht dann früher in Rente, bekommt eine etwas höhere Rente als Verfolgter des Nazi-Regimes und lebt in Lankow, im Friedrichsthal, später mit seiner Frau als Rentner. Beide sterben kurz hintereinander, 1975, 76. Und Erben gibt es keine, beziehungsweise er selber setzt in seinem Testament den Staat zum Erben ein, sagt, alles, was sie noch besitzen soll, eben an den Staat fallen. Karl und Paula Anger wurden auf dem Friedhof für die Opfer des Nationalsozialismus bestattet. In ihrem Testament haben sie festgehalten, dass ihr Vermögen an den Staat gehen soll. Das würde bedeuten, dass Deutschland Eigentümer der Bücher wäre. Die Stadt Schwerin lässt prüfen, ob eine Rückholung der Bücher sinnvoll ist. TV Schwerin wird weiter über dieses ungewöhnliche Vermächtnis berichten.